Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum zweiten The Devil in Me Let's Play. Ja, Freunde, heute geht es hier weiter. Wir sind hier mit den Leuten angekommen. Ihr habt letztens Folge 1 gesehen, vorgestern. Und ja, es haben mir so viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass dieses Spiel nach einer wahren Begebenheit ist. Und zwar, dieses Spiel spiegelt die Legende des echten Henry Howard Holmes wider, welcher laut Erzählungen des 20. Jahrhunderts über 200 Menschen in einem solchen Hotel gefoltert und getötet haben soll. Gleich zu Beginn stellte sich der Mann an der Rezeption auch genau mit diesem Namen vor. Das ist geisteskrank, Leute. Das ist wirklich eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit mit dem Henry Howard Holmes. Und ihr habt mir gesagt, ich soll quasi allwissend sein. Also ich soll wie der Erzähler, beziehungsweise ich soll einfach über alle drüber schauen können. Das heißt, unser Wissen ist allmächtig. Und genauso werden wir das machen. Ihr wolltet, dass ich den Untertitel aktiviere. Das hat der nächste Mal Werder auch gemacht. Und ich würde sagen, wir stürzen uns rein ins Verderben. Lasst einen Daumen nach oben da für diese zweite Folge. Erste Folge kam super bei euch an. Und ich hoffe, ich kann euch den Abend mit diesem Let's Play versüßen. Und ich würde sagen, es geht los. Wir gehen rein. Let's go. Okay. So, meine Damen und Herren. Da sind die anderen. Wir sollen jetzt auf jeden Fall Fotos machen von diesem Leuchtturm da oder sowas, ne? Wir sind jetzt irgendwie, glaube ich, in dieser... Wo sind wir nochmal? In dieser... einer Wand? Klettern? Junge, die werden hier abgesetzt und auf einmal müssen die klettern, Alter. Was ist das denn? Ich will komplett durchdrehen, ne? Boah, ich würde mir denken, Alter, wo bin ich hier angekommen? Die laden mich ein und ich muss hier klettern. Wo bin ich hier? Phantasialand. Hier lang vielleicht. Ja, guck, genau. Manchmal versteht man nicht so gut, was die sagen. Deswegen kann ich das nicht. Hey, Leute, Beeilung. Schon dabei. Alter, boah, das sieht schon geil aus, ne? Das sieht schon sehr geil aus. Alter, X zum Klettern überspringen. Ja, okay. Einst war in der Ferne ein Eisberg zu sehen. Mann, ist das laut. Soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, theoretisch weiß ich das, aber... Oh, ich sag grad Eisberg. So viel zu Plan A. Auf einmal hört sich das an mit Titanic. Wir müssen drum herum kommen. Na los. Alles für die Aufnahme, ne? Warning, Cliff Erosion. These cliffs are subject. Sieht gar nicht so schlimm aus. Diese Cliffs sind anfällig für Erosion und können ohne Vorwarnung in tiefes Wasser stürzen. Ich finde, wir vertrauen drauf und sterben nicht. Nee, das Schild wurde von den Anwälten aufgestellt. Das passt schon. Das sehe ich anders. Scheiße. Hey, Mark, ich wollte mich nur für die Unterstützung bedanken. Was? Fürs Filmen oder was? Nein, für den ganzen Trip. Wie du weißt, sind manche Crewmitglieder immer mal wieder anstrengend. Jamie und Kate hätten nie mitgemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Ich dachte, die Folge war so eine Katastrophe, dass wir jede Unterstützung brauchen. Stimmt. Ja. Scheint so. Okay, da mal wieder ein Schild. Gucken wir uns das mal an hier. Entspannt. Memory. Ein Gedanken. War wohl ein übler Sturm. In Gedenken an die Opfer des großen Sturms vom 1. Mai 1907, der 107... Ich habe erstmal 187 Leben auslöschte. Der 187 Leben auslöschte. Die Crew und die Passagiere der SS Cassiopeia zu Fuß dieser Klippen in die Felsen fuhr. Alter. Verrückt. Verrückt, 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 was hier abging. Warte mal, sind wir hier runtergekommen, oder? Nee. Wo kamen wir denn her? Und da unten, ja. Jetzt geht's hier weiter hoch. Na, auf jeden Fall... Boah. Oder da, da, okay, das ist schon. Ich weiß nicht, ich glaube, das würde ich mich noch trauen. Junge, wie die springen, ey. Wo sind die anderen? Warum kommen die nicht mit? Oha, guck mal, dieses Tor da. Das ist schon was anderes. Oh oh. Höp. Und höp. Drücke hoch um Taschenlampe. Taschenlampe. Benutze rechten Stick für die Lampe, okay. Hey, wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen frei Familie besuchen. Ich brauch dich im Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Oh, ja, natürlich, sicher. Nimm dir ein paar Wochen. Sortier dich. Ist echt nett. Ich schaff den Schnitt auch allein.
solltest du auch versuchen, dir eine Auszeit nehmen. Hast du keine Familie, die du nerven kannst? Oh, tja. Keine Mrs. Lonnet, die du irgendwo im Schrank versteckt hast? Hier mit dem Job. Mit dem Job verheiratet? Und wie läuft die Ehe so? Im Vergleich zu echten Ehen wahrscheinlich ziemlich gut. Mit dem Job verheiratet. Hm. Oh, cool. Wir haben da hinten angefangen. Wo sind wir jetzt hier? Also wir machen einfach komplette Bergwanderung hier, ne? Ich schwör's dir, einfach komplette Bergwanderung. Ich muss nur gucken, wir dürfen halt nichts übersehen, ne? Weil hier können ja auch so viele Dinger rum... Oh mein Gott, jetzt passiert was. Safe. Guck jetzt. Guck jetzt. Ich mein's ernst. Scheiße, was zur Hölle ist das? Eine Puppe. Junge, hab ich mich erschrocken, Alter. Gehört vielleicht zu einer alten Museumsausstellung. Oh. Ja. Ich wusste, dass was kommt, Digga. Ich wusste es und trotzdem habe ich mich erschrocken, ey. Meine Güte, ich hasse solche Puppen, ne? Ich habe damals so eine Folge bei X-Factor gesehen. Und seitdem, Bruder, habe ich so Angst vor Puppen damals, als kleines Kind, als ich das gesehen habe. Diese scheiß Puppen. Junge, hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Verdammte Scheiße, ey. Boah. Hart, ehrlich, hart. Mama mia, ey. Kommst du? Ja. Ich sehe mir nur das Licht auf dem Nebel an. Wie soll das bitte in die Show passen? Ist mir nur aufgefallen. Komme. Du alter Fotograf. Ich kann das nicht einfach abschalten. Viel von dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug überschneidet sich. Hm. Bist du da sicher? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade... Wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Ich will nur, dass du konzentriert bleibst. Es gibt ja verschiedene Wege. Ich weiß ja nicht, welchen Weg wir gehen sollen, ne? Lass es zu. Aha. Guck mal hier, das Fenster ist open. Das ist eine komische Musik, Alter. Ich panik bei sowas. Das Ding hat schon ewig keiner angefasst. Warum dröhnt denn das Horn noch? Weil es immer noch Nebel gibt. Camillo, das geht jetzt alles automatisch. Boah, der scheiß Schatten hat mich gerade erschrocken. Haben wir hier noch was? Reed? Mein Gott, ey. Lesen bitte. Okay, warte mal, wir lesen. 10.04.2000. Weiter so, Team. Dies sollte die letzte Woche sein. Der Nebelhornest gestern Abend war erfolgreich. Es sieht so aus, als ob die Automatisierung funktioniert. Wir machen heute noch einen letzten Test, dann können wir die Ausrüstung wegpacken. Ein paar von euch haben gemeldet, dass wieder ein Obdachloser herumhängt. Wir werden die Sicherung des Geländes verstärken und heute Morgen letzte Kontrollen durchführen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt. Abgesehen davon war die Arbeit bei dem ganzen Projekt großartig. Also lasst uns das Tempo beibehalten und werden Ende der Woche hier raus sein. Okay. Ich verstehe. Kann man die Tür nicht mal öffnen, Alter? Müssen wir direkt wieder hier raus? Macht Feuer aus, ja. Okay, ich habe auf jeden Fall noch einen anderen Weg gesehen. Wir sind so ganz verlassen und so irgendwo hier am Arsch der Welt, ey. Diese Melodie mal im Hintergrund. Man denkt, hier passiert was. Bruder, das ist der schmalste, der breiteste Weg. Der tut so, als ob der da wirklich mit einem Zentimeter durchpasst. Als ob da nicht mal eine Bildzeitung dazwischen passen würde. Guck jetzt wieder, so eine scheiß Puppe, Alter. Guck jetzt. Bitte lass es kein Puppenspiel sein. Bitte nicht. Oh. Steh auf. Steh doch auf, du Idiot. Oh. So erschrocken, diese scheiß Puppe, Mann. Was passiert, wenn wir jetzt nicht gedrückt hätten? Dann wäre die Tür nicht aufgegangen. Also unsere Entscheidungen beeinflussen das Spiel, Leute. Denkt dran. Wir haben die Macht über das Spiel. Wir können entscheiden, was, wie, was, wann und wie etwas passiert. Unsere Entscheidungen bestimmen die Zukunft dieses Spiels. Sieht ziemlich alt aus. Dann können wir heute... Was? Ah. Okay, okay. Charlie kann mit seiner Krawattennadel verschlossene Kisten öffnen, okay? Das ist neu sowas. Ich glaube, das hatten wir vorher noch nicht. Aha. Das ist, glaube ich, so ein Ding, womit wir in die Zukunft sehen können. Mit Oberleuten, Dioramen freigeschaltet werden.
Hals und Beinbruch. Oder das heißt, wenn jemand stirbt, können wir ihn zurückholen. Das wäre jetzt auch meine Frage an euch, wenn es diese Funktion geben sollte, falls jemand stirbt, und wir haben diese Overlohn, wie die heißen, zum Zurückholen. Sollen wir die zurückholen leid, oder nicht? Tut mir leid, dass ich es dir manchmal etwas schwer mache. Aber ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Das stimmt nicht. Ich sitze vielleicht am Steuer. Von was? Von Lonnet Entertainment. Aber du hältst den Motor am Laufen. Das ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen? Danke, Charlie. Versteh schon. Genau, schreibt das mal rein, ob wir das machen sollen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ja. Korrekt, Bruder. Was machst du da? Also, wie können wir Sachen schieben mit Viereck? Stand doch da, ne? Viereck. Viereck? Da müssen wir, glaube ich, halten, ja. Safe. So. Drehen, 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 drehen. Mit rechtem Stick drehen. Jawohl. Und gerade vor. Guck mal, super. Genau so. Das ist ja eigentlich illegal, was die da machen. Senegal, illegal, Wuppertal. Nur ein kleines bisschen Einbruch. Und du läufst noch frei rum? Thumbnail. Oder das ist die Tür von Resident Evil. Scheiße, was zur Hölle ist das? Drück! Schön, dich kennenzulernen. Gott, was war das denn? Bei Gott, was war das denn? Hast du das gesehen? Ach du Scheiße, das war irgendein Monster, was durch die Tür gerade da gesprungen ist. Oder das ist aus dem Kühlschrank erwacht, Bruder, weil die da zu viel Scheiße drin haben im Kühlschrank. Also diese Bilder sind Vorahnungen. Explosion. Da fährt irgendein Boot gegen einen Stein, also Titanic auf Wish-Style, und explodiert. Also müssen wir uns von diesen Felsen in Acht nehmen, Chat. Darauf müssen wir achten. Von diesen Felsen. Hier muss nur mal frisch bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. Wo sind wir hier, Alter? Das ist gruselig hier, ich mein's ernst. Dieses Scheißhaus. Immerhin sind wir zu zweit. Wichtig. Gucken wir mal hier, ob hier noch irgendwas liegt. Da lag doch gerade was, ne? Guck mal, hier kann wie bei Last of Us. Oh, was ist das denn, Alter? Was in Gottes Namen ist das? Lol. Charlie, mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Jemand stopft eben gerne Tiere. Es bewegt sich. Tolle. Oh mein Gott. Das Ding bewegt sich. Hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Junge. Aber wir sehen, guck, wir spulen zurück, wie ich zusammengezuckt bin, Alter. Be okay. It's all gonna be okay. Hat er gerade Englisch geredet, Bruder? Da bin ich blöd. Hat er gerade Englisch geredet? Sieh mal. Das ist perfekt. Na komm, film los. Schwenk über den See, bis die Insel ins Bild kommt. Dann machst du einen Zoom auf den Leuchtturm. Nein. Da, unser Taxi. Los. Gehen wir lieber zurück. Was ist das denn für ein Taxi, Alter? Bruder, das ist einfach Wassertaxi. Mal, so schnell sind die wieder zurück? Lol, den kennen wir auch noch. Oh mein Gott, kennt ihr den noch? Wir haben ja nur telefoniert. Das war doch dieser Soldat. Woher wusste der überhaupt, was das Thema von dem der Show ist? Ein Spiel? Ich habe gar nicht gefragt. Seltsam. Spielen wir einfach mit, okay? Wie krank, Digga. Hallo, Mr. Lonnet? Genau der. Ich bin Grantham Dumet.
Alle an Bord und es kann losgehen. Das ist Mark. Mark? Aaron, Jamie. Ladies? Und das ist Kate. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dumet. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Es ist mir eine Freude. Sollen wir aufbrechen? Ich kann Ihnen nicht genug für diese Gelegenheit danken. Gerne. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Ich erkläre alles später. Klar, natürlich. Und wie... Guck mal, meint er, irgendwie soll das nicht direkt immer drücken, ne? Mr. Dumont. Charlie hat einen Anruf von Grantham Dumont und eine Einladung zu dessen von Rome inspirierter Mörderburg erhalten. Die Crew traf Grantham Dumont. Okay. Das ist die Folge daraus. Die Folge. Bitte jetzt kein Boot nehmen, weil sonst trifft die Vorahnung ein. Sonst knallen wir da gleich noch gegen einen Stein. Wir werden beobachtet. Jemand sieht uns. Erinnert mich an Scary Movie, an den einen, Alter. Kennt ihr noch? In Teil 1? Krass, das war der eine Soldat, Alter. Wie hieß das Spiel nochmal? Nicht Little... Hieß das Little Hope? Nee, nicht Little Hope. Das war irgendwas, wo wir in diesen... Diese Mumien da in diesen Soldaten waren und so den Namen vergessen, Alter. Weil das war auf jeden Fall der, der auch dabei ist. Die bringen meistens immer dieselben Leute mit rein. Finde ich cool. Finde ich eine coole Sache. Es ist wie ein Film, das Spiel. Ne? Haben viele auch gesagt. Es ist wie ein Film, als ob man so einen Film zockt. Finde ich auch, Gehen ehrlich. Wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Das gilt für alle. Ist es hier gefährlich? Nein. Unfug. Sicher? Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Bestimmt. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte, Vorsicht. Ganz schön zugeknüpfte Angelegenheit hier, Gott. Hier entlang, keine Sorge, um das Gepäck wird sich schon gekümmert. Genervt, ich bin nicht fürs Wandern angezogen. Neckisch, huste dir keine Lungengewebe raus. Nichts sagen, einfach gar nichts. Hast recht. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Was er wohl von ihr fernhalten will? Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt seine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Geh, bitte. Mark, hol deine Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro filmen. Ins Intro. Ich brauche ein paar Aufnahmen auf Was das Haus zu, Frau nicht die ganze hier. Reise. Kate spricht in die Kamera. Ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumet. Diskretion ist unser Motto bei Lonet Entertainment. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Aaron? Klingt alles gut. Ja, okay, machen wir die Setup. Aufnahme. Ist Kates Gesicht soweit? Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Was geht ab? Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus und lauf los. So, das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Wie Sie meinen, Mr. Dumet. Hier lang. Machst du noch ein paar Aufnahmen? Natürlich. Auf undercover. Ich hätte schon längst was gesagt, jetzt direkt. Direkt hätte ich gesagt, er hat den gesehen. Mr. Dumet ist ganz schön streng. Hab ich gemerkt. Du musst dich hier umsehen, ohne dass er es merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Und ich will wissen, was es ist. Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Oh, ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du Erste Hilfe kannst.
Du hast sie doch zusammengefrickt. In Glendale. Oh, stimmt. Alter. Okay. Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Was ist los? Na los, ich erkläre es dir später. Warst du wieder im Schauspielunterricht? Ja, ja. Was will Charlie? Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Komm. Ja, wie ein Horrorfilm, ne? Natürlich musste ich komplett aufgeteilt werden. So dumm, was die da machen, ne? Als wären die noch sowas von zu spüren bekommen, was die da jetzt gemacht haben. Safe. Ach du Scheiße, jetzt spielen wir noch die beiden alleine. Nein, bitte nicht. Erkunde die Insel. Kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Also ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Das gilt für uns beide. Okay, sag die Wahrheit. Kann man die Show noch retten? Ein Stöckelschuh ohne Absatz. Vielleicht, wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Informationen findet. Hältst du das für möglich? Nein. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Aber das rettet uns nicht. Keep out. Private Prophecy. Privatbesitz. Beitreten verboten. Würde ich niemals machen, Digga. Ich war auch bei so einem Ort ungefähr in Los Angeles. Und da wollte ich oben hoch Fotos machen, da stand da sowas. Ich bin sofort zurückgegangen. Ich habe Angst gehabt, dass mich da immer noch erschießt oder sonst irgendwas, ne? Ich bin so ein Mensch, der passt schon auf eigentlich. Normalerweise, ja. Sieht man ja hier. Hand gebrochen, Sühjubel, Ade. Sonst passt er eigentlich immer auf. Watch your head. Was? Hat die gerade gesagt, off your head? Digga, die reden manchmal Deutsch, Englisch. Entscheidet euch mal, hallo! Ich schwör's dir, auf einmal reden die Englisch, dann wieder Deutsch. Lachkick, Alter, ich schwör. Egal, solche Bugs feiere ich. Finde ich cool. Hier geht's gar nicht rein, ne, in dieses Haus. Geht's hier rein? Ne, können wir auch nichts machen mit Strom. Geh mal weg hier, Alter. Was läuft mit der? Hab ich Zucker am Arsch oder was? Ugh. Er hätte uns echt mal vorwarnen können. Das ist so blöd, dass die sich alle aufteilen, ne? Ich weiß nicht, wie bescheuert das von denen überhaupt ist. Fall bitte nicht runter und stirb, ja? Mich das Mark noch heult. Deine Sorge rührt mich. Echt. Was passiert, wird passieren, wenn man jetzt hier runterfallen würde? Wäre sie dann tot? Das sind so Dinge, die würde ich gerne wissen. Deswegen, das Spiel hat leider auch nur ungefähr 7 Stunden Spielzeit. Aber hier finde ich es berechtigt, weil das Spiel hat eigentlich viel, viel mehr Spielzeit. Wenn ihr verschiedene Enden bestimmt oder verschiedene Entscheidungen trifft, dann passiert ja auch immer was anderes, ne? Wo das wohl hinführt? Den Hügel hoch und runter. Ja, aber was liegt am anderen Ende? That's a good question. What is happening there? What do we have there? Schauen wir uns mal weiter um. Leben Sie hier draußen auf der Insel? Psst. Runter! Mit Ihrer Familie? Meine Frau ist... Sie starb. Oh, scheiße. Tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Kommen Sie. Wir sind gleich da. Sie haben uns nicht entdeckt. Na los. Das ist doch bescheuert. Das ist aber auch hier mal draußen ist nichts. Ne? Wir machen jedes Mal irgendwas anderes in das Spiel rein. Ne? Irgendwas was Neues. Da finde ich cool, dass sie sich auch mal neue Sachen einfallen lassen. Das mit dem Verstecken war die letzten Teile zum Beispiel gar nicht gewesen. Das ist jetzt nur ab dem Teil, glaube ich, ganz neu. Ey, ich freue mich gleich richtig auf WM. Bestimmt, wenn ihr gerade das Video seht, läuft schon Portugal gegen Ghana. Und heute Abend spielt noch Brasilien gegen Serbien. Heute ist richtig geile WM-Spieltage. Freue ich mich auch nochmal drauf. Doors closing. Tür ist zu. Vielleicht haben wir die... Nee, durch Fenster haben wir auch keine Möglichkeit. Da können wir auch nicht durchklettern. Es geht irgendwo hier anscheinend weiter. Da kann man hoch. Kann man da rüber. Da ist aber auch was. Boah, schwierig, ey. Guck mal, das meine ich. Es gibt wieder so viele Wege. Schauen wir aber erstmal hier. What about over there? Was? Und auf einmal wieder over there. Oder red Deutsch mit mir. Aha. Was haben wir denn? Na, ist das eine Ratte? Was ist das? Ja, das kann man gerade da angucken.
Ist das eine echte? Alter! Eine echte Ratte, oder? Ich hab gehört, du bist auf Wohnungssuche. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Aber mega schönes natürliches Licht. Guck uns das mal an. Was ist das denn auf dem Boden? Was stand da? Bird. Vogel. Zeig mal, was da steht. Digga. Warum zeigen die das denn nicht? Vogelbeobachter. Ein Beobachterguide über die Vögel der britischen Insel. Ja. Oder wusstet ihr eigentlich, dass er, nee, also mein Name ist eigentlich so ein Vogelname oder so, habe ich gehört. Oh, das ist wieder eine Vorahnung, ne? Das ist eine Vorahnung. Oh mein Gott, war das diese eine, die mit uns war? Ach du Scheiße, Bruder, was wird hier alles noch passieren? Wir sind gerade noch am Anfang, das ist das Intro, Leute. Falls ihr euch fragt, nee, hier passiert doch gar nichts. Ja, Leute, wartet mal ab. Hier wird noch safe einiges kommen. Steht da drauf? Mediterranentasse? Mittelmeerkreuzfahrt? Anscheinend hat Dumet eine Familie. Lol. Urlaubshose. Warum hat er das denn hier versteckt so, oder? Warum liegt das hier noch? Mr. Dumet. Mr. Dumont. Mr. Dumet de Dumont. Der Ritter in Po. Oh, schauen wir mal hier. Mal da jetzt rein, ne? Nee, kann man nicht. Muss wieder drauf. Wir werden beobachtet. Und wem ist aber die Frage? Wer beobachtet uns hier? Wer oder was lauert hier? Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Aha, ich hab gewusst, hier liegt irgendwo safe noch was. Wir müssen hier echt immer... Guck, au. Ist das jetzt wieder so ein Ding, womit wir... quasi nochmal unser Leben zurückholen können. Jetzt haben wir ja zwei von denen, ne? Ich glaube, das ist sowas. Deswegen schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare rein. Wenn wir die Möglichkeit haben, wenn jemand stirbt, sollen wir den zurückholen oder nicht, falls es das ist? Kann auch sein, dass es was anderes ist, was ich da jetzt gerade bekomme, aber es sieht mir danach aus irgendwie, dass es so Tokens sind, womit wir uns wieder unser Leben zurückholen können, falls ein Charakter stirbt in dem Moment und wir uns umentscheiden können. Das hatten wir ja so ähnlich auch bei The Quarry gehabt. Das erinnert mich an beschissene Zeltlager. Hoppa. Wie gesagt, ich werde die Folgen immer so 25, 30 Minuten halten, Leute. Weil das Spiel hat auch nur 7 Stunden Spielzeit. Ich will das jetzt nicht in 5 Tagen durchhaben, ne? Deswegen könnt ihr mich da, denke ich, mal alle nachvollziehen. Okay. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Siehst du die Schalltafel? Die ist kaputt. Hier gibt es doch nicht mal Strom. Okay. Fusebox Instruction. Wir können jetzt theoretisch hier hoch. Wir können hier rechts. Ist auch weiter? Ne, da geht's nicht weiter. Gucken wir uns erstmal hier in Ruhe um, Leute, bevor wir irgendwo was machen. Okay, ist verschlossen. Okay, verstehe ich. Kein Problem. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da ist eine Leiter. Okay, entweder gehen wir da jetzt hoch. Was, glaube ich, aber nichts bringt, weil wir da keinen Strom haben. Ne, ich glaube, es geht nicht wegen Strom. Ne. Wir müssen da irgendwie rein. Da führen ja auch, glaube ich, die Kabel hin, ne? Können wir da hochklettern hier? Ne, rein geht's. Dann müssen wir hier die Leiter erstmal hoch. Und von hier, glaube ich, gucken, was da abgeht. Oder ne? Darüber geht's auch nochmal. Hoppa. Aha. Was haben wir denn da unten? Da geht's aber auch weiter. Ah, okay, da ist jetzt wieder so ein Ding. Guck, das meine ich. Überall liegen irgendwelche Sachen. What about over there? Over there. Als ob wir jetzt zum Beispiel dreimal die Leute vom Tod bewahren können. Ihr könnt ja sonst mal reinschreiben, wenn ihr wisst, was... Hä, 7? Okay, das ist was anderes. Okay, ist doch was anderes, glaube ich. Ist, glaube ich, was anderes, oder? Jetzt haben wir auf einmal 7. Verstehe ich nicht. Wie kommen jetzt auf einmal 7 da zustande? So. Und runterziehen. Hm, vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Wegen dem Waggon. Zum Waggon. Hä? Bewege den Waggon? Wo ist denn der Waggon? Mal gucken mal hier. J.
Jamie, kriegst du das hin? Was? Drücke links zum Ausrüsten des Universalmessgeräts. Jamie kann das Universalmessgerät verwenden, um Sicherheitskästen zu reparieren. Okay. Warte mal. Was heißt es denn mit runter? Das verstehe ich nicht. Das muss, glaube ich, alles an sein, oder? Oh mein Gott. Ach so, nach der Reihenfolge. Okay. Ist die Reihenfolge ja easy. Hä? Warte mal. Vielleicht dann so? So, jetzt geht's nach links. Ja, wir mussten das eine zuerst da unten anmachen, deswegen ging das nicht. Verdammt, bin ich gut! Immer so aus, ob da jetzt gleich was passiert, ne? Seid mal ehrlich. Man denkt, da passiert die ganze Zeit was. Okay, wir sind jetzt hier angekommen. Und ja, Freunde, ich würde sagen, Ernesto Valverde de Pestos verabschiedet sich an dieser Stelle vom heutigen Let's Play. Wir machen beim nächsten Mal... Was ist da? Oha. Hörst du das? Verstecken. Verstecken. Und mit der Musik jetzt. Feeling. Okay, und genau hier machen wir übermorgen bei der nächsten Folge weiter, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und schreibt die Sachen in die Kommentare, die ich in dem Video angesprochen habe. Checkt natürlich auch gerne Instagram, Twitch aus. Euer Valverde de Pestos ist raus. Euch allen einen schönen Tag, viel Spaß bei der WM. Haut rein und ciao.